Counter-Strike 2 soll schon sehr bald erscheinen. City Skylines 2 ist nur ein Highlight der großen Paradox-Show und Dr. Disrespect macht bei Kritik zu NFTs seinem Namen alle Ehre. Aus der Internet, diese Ausgabe der GameStar News wird euch frisch präsentiert von TikTok. Wir bedanken uns bei unserem Partner für die freundliche Unterstützung und jetzt geht's weiter mit den News des Tages. Hat ein Grafikkartentreiber eine der größten Fortsetzungen des Jahres verplappert? Das könnte sein, denn in den aktuellen GeForce-Treibern finden sich Hinweise auf Counter-Strike 2. Laut Insider und E-Sport-Journalist Richard Lewis soll die offizielle Ankündigung von Valve sogar noch diesen Monat passieren. Aber was genau ist Counter-Strike 2? Lewis' Quellen zufolge handelt es sich dabei um eine überarbeitete Version von Counter-Strike Global Offensive, aber auf Basis der neuen Source 2 Engine. Die verwendet Valve zwar bereits seit Dota 2 von 2015, CSGO lief aber immer noch auf der alten Source 1 Engine. Die Source 2 Version soll dadurch nicht nur grafische Verbesserungen und mehr Stabilität, sondern endlich auch eine 128er Tickrate haben. Außerdem soll Counter-Strike 2 auch ein stark verbessertes Matchmaking liefern. Spielerisch bleibt dagegen erstmal alles beim Alten. Es ist also keine Rede von neuen Waffen, Maps oder Spielmodi. Erscheinen soll die Beta-Version von Counter-Strike 2 noch im März, spätestens aber am 1. April. Unklar bleibt derweil, was das für die Zukunft von CSGO bedeutet und ob Valve plant, das durch CS2 zu ersetzen. Das hätte natürlich auch für die E-Sports-Szene weitreichende Auswirkungen. Und auch ob die bessere Grafik die Hardware-Voraussetzungen anhebt, bleibt erstmal abzuwarten. Laut dem Bericht von Richard Lewis arbeitet Valve aber bereits seit geraumer Zeit an CS2 und hat deshalb diverse nötige Verbesserungen für CSGO zurückgehalten. Das neue Counter-Strike soll außerdem bereits mit einer Gruppe von CS-Profis bei Valve getestet worden sein. Offiziell hat sich Valve bisher nicht dazu geäußert. Im Rahmen der Paradox Announcement Show hat der Strategie-Publisher eine ganze Menge neuer Spiele angekündigt. Die wohl wichtigste ist aber ganz klar City Skylines 2, denn noch 2023 soll die Fortsetzung zur Städtebausimulation erscheinen. Wahnsinnig viele Infos gab es im Verlauf der Show dazu nicht, der erste Trailer zeigt aber die Vision des Teams von Colossal Order. Sollt ihr in der realistischen Städtebausimulation die Stadt eurer Träume erbauen können. Bisher sind daraus aber noch keine echten Spielszenen zu sehen gewesen. City Skylines 2 soll von Anfang an Mods unterstützen und neben dem PC auch für PS5 und Xbox Series erscheinen. Wann genau ist noch nicht bekannt, Paradox und Colossal Order planen aber einen Release noch 2023. Neben City Skylines 2 gab es außerdem zwei weitere Neuankündigungen. Das Studio hinter Battletech, Harebrained Schemes, arbeitet an Lamplighters League, einer Art Indiana Jones XCOM. Ihr steuert also in den 30er Jahren eine Gruppe von Abenteurern, plant deren Expeditionen rund um den Globus, schleicht in Echtzeit und liefert euch Rundengefechte mit fiesen Soldaten und mythischen Monstern. Lamplighters League soll ebenfalls noch dieses Jahr für PC, PS5 und Xbox Series erscheinen. Von Paradox Tectonic und Sims-Veteran Rod Humble kommt dagegen Live by You. Ganz wie bei die Sims sollt ihr in der Lebenssimulation eure eigene Familie erstellen und durch die Hürden des Alltags manövrieren. Mehr Details zu Live by You soll es in einer eigenen Präsentation am 20. März geben. Außerdem gibt es mit Tours and Tournaments eine neue Erweiterung für Crusader Kings 3 und Europa Universalis 4 wird mit Domination nochmal um neue Missionen für mehrere Zivilisationen erweitert. Alle Details dazu lest ihr hier auf der Meldung in GameStar.de, in der Meldung auf GameStar.de. Well, what do you know? Didn't even get to use my gun. There are other ways to solve problems, you know? Mit Deadrop arbeitet das Studio Midnight Society des bekannten Streamers Dr. Disrespect an einem Extraction-Shooter, in dessen Kern NFT-Inhalte stecken. Wenn aber jemand diese Non-Fungible Tokens als Betrug kritisiert, macht Dr. Disrespect seinem Namen alle Ehre. Auf Twitter nennt der vor allem für seine PUBG- und Warzone-Streams bekannte Entertainer NFT-Kritiker nämlich hirntote Mitläufer. Disrespect, der bürgerlich Guy Beam heißt, erklärt, dass für ihn die Idee von NFT-Inhalten als Beute in einem Extraction-Shooter aufregend sei. Stellt euch vor, mit einem Gegenstand von der Map zu entkommen, der auf der Blockchain $100.000 wert ist. Denkt nur an den Unterhaltungsfaktor fürs Publikum oder die, die da spielen. Eine neue PvP-Erfahrung steht uns bevor. Auf die Frage eines Fans, wofür man da unbedingt Blockchain-Technologie brauche, erklärt Beam, dass man nur so sicherstellen könne, dass diese Gegenstände auch mit zukünftigen Spielen kompatibel sein werden. Was daran besonders erstrebenswert ist, erklärt er dann allerdings nicht.
Wer das Ganze dann aber als Betrug bezeichnet, der sei nur ein hirntoter Überschriftenmitläufer. Das seien dieselben Leute, die tonnenweise Geld für Skins in jährlich neu veröffentlichten Spielen ausgeben, nur um dann die gleichen Skins zu haben, die jeder hat. Damit spielt Beam auf ein Feature von Deadrop an, indem man dort einzigartige Inhalte wie Helmvisier-Designs kaufen kann. Deadrop soll ein Multiplayer-Shooter mit Extraction-Modus wie Hunt Showdown oder Escape from Tarkov werden. Über einen kostenpflichtigen Founders Pass hatte Midnight Society 10.000 Fans für $50 Zugang zu Vorab-Versionen des Spiels verkauft. Aktuell kommt man an diesen Pass aber nur über externe NFT-Marktplätze heran. Für das Videomaterial aus den bisherigen Snapshots musste Midnight Society aber viel Kritik einstecken. Schlechte Nachrichten aus der Welt der Zauberei. Die Last-Gen-Versionen von Hogwarts Legacy verschieben sich weiter, und zwar schon wieder. Ursprünglich sollten ja alle Versionen des Spiels gleichzeitig noch letztes Jahr erscheinen. Dann klappte ein Current-Gen-Release erst am 10. Februar und die PS4 und Xbox One-Fassungen verschoben sich auf den 4. April. Dieses Datum reißt Avalanche jetzt aber leider auch. Dann müsst ihr euch bis zum 5. Mai gedulden, bis ihr das magische Abenteuer auf den alten Konsolen spielen könnt. Das bestätigt das Team auf Twitter. Aktuell haben Warner und Avalanche bereits 12 Millionen Exemplare von Hogwarts Legacy verkauft und damit $850 Millionen eingenommen. Diese ganze Sache ist höchst gefährlich. Als Vampirjäger müsst ihr nicht wählerisch sein, zumindest was die Plattform angeht, denn der Vampir-Shooter Redfall hat auf Twitter angekündigt, dass man Crossplay unterstützt. Das bedeutet, egal ob ihr auf der Xbox oder dem PC spielt, ihr könnt euch im Koop gemeinsam gegen die Blutsauger in die Schlacht stürzen. Auch die PC-Plattform ist dabei egal, denn laut dem Tweet spielen auch Steam, Windows und Epic Game Store Versionen zusammen. Im Open-World-Shooter Redfall wird die namensgebende Insel vor Massachusetts eines Tages von blutrünstigen Nachtgestalten überrannt und von der Außenwelt abgeschnitten. Ihr müsst jetzt als einer von vier verrückten Helden gegen die Horden antreten und habt dabei Waffengewalt, Telekinese und einen Geisterraben auf eurer Seite. Redfall erscheint am 2. Mai 2023 für die Xbox Series und den PC und ab dann ist es auch direkt über den Game Pass spielbar. Zu guter Letzt gibt's nochmal einen Hinweis in eigener Sache, denn wir sind dieses Jahr als Medienpartner bei der allerersten Cactus in Leipzig dabei. Das ist ein neues Gaming-Festival im April, wo ihr in drei großen Areas auf der Leipziger Messe alles rund um Videospiele geboten bekommt. Zum einen gibt es natürlich eine große LAN-Area, wo ihr mit mitgebrachten PCs tagelang durchzocken könnt. Dazu kommt die Entertainment-Area, wo ihr neue Hardware und Software testen, Merch entdecken und Shows, Panels, Wettbewerbe und vor allem ausgiebig zocken könnt. Dort befindet sich auch die Stream-Area, in der ihr viele bekannte StreamerInnen wie Moki, Bloody New, Rumatra, Vlesk und viele andere treffen und denen beim Livestream quasi über die Schulter gucken könnt. Außerdem gibt es dort auch einen How-to-Stream-Stand mit jede Menge hilfreicher Tipps für alle, die selbst mit Livestreaming durchstarten wollen. Die Cactus läuft dieses Jahr vom Freitag, den 14. bis zum Sonntag, den 16. April und wir begleiten das große Gaming-Festival live im Stream auf Monsters and Explosions mit viel Spielen und Spaß aus unserem Studio vor Ort. Also kommt gerne vorbei, wenn ihr auch mal bei uns Hallo sagen wollt. Ab sofort könnt ihr euch übrigens Tickets über die Cactus sichern. Den Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Und damit sind wir für heute auch schon wieder fertig. Ich hoffe, da war für euch was Spannendes dabei. Stellt euch nur mal vor, wie das wäre, wenn ihr jetzt als der 100.000. Daumen nach oben aus diesem Video extrahiert. Eine neue YouTube-Erfahrung stünde uns allen bevor. Nehmt vielleicht dazu diesen Extraktionspunkt über sau seltene Konsolen oder den hier. Bis morgen, weiterspielen.